Ein herzlicher Gruß, ein herzliches Willkommen zum ersten Sonntag nach Ostern hier in unserer Bergkirche in Seifen. Quasi-Modogenity, so der schwierig auszusprechende lateinische Name dieses Sonntags, der aus dem Wochenspruch kommt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Quasi Modogenity. Wir sind wie neugeborene Kinder. Etwas Neues hat unser Herr mit uns begonnen und will es immer wieder beginnen. Das gilt es heute an diesem Sonntag zu feiern. Segne uns unser Herr diesen Gottesdienst. Das Evangelium, wie es aufgeschrieben steht bei Johannes im 21. Kapitel. Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus, und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus:
es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, wer letzte Woche unser Osterspiel gesehen hat, der hat vom Engel die Botschaft gehört, dass die Jünger wieder nach Galiläa gehen sollen. Und später gibt Jesus diesen Auftrag selber noch einmal den Frauen. Heute erfahren wir, wie es dort weitergeht. Ja, sie sind wieder da, von wo Jesus sie einst gerufen hatte. Am See Genezareth, sind zurückgekehrt zu dem, was sie einst gelernt hatten, zu ihrem Beruf als Fischer. Und da begegnen den Jüngern, so berichtet uns Johannes hier, Situationen, die ihnen sehr bekannt vorkommen. Wir nennen das ein Déjà-vu, aber hier ist es tatsächlich so, dass vor allem Petrus das, was hier berichtet wird, einmal schon fast genauso erlebt hat. Petrus blickt über den See und erinnert sich, wie das damals vor 3 Jahren war. Da hatten sie die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und am Morgen kommt Jesus und sagt: Fahrt noch einmal hinaus und werft das Netz aus, wo es tief ist. Und so unsinnig das schien, fuhren sie wirklich am helllichten Tag noch einmal hinaus. Und jetzt genau dasselbe. Sie kommen mit leeren Booten, leeren Netzen und knurrendem Magen vom Fischen zurück. Und da ist wieder einer, der sagt: Werft das Netz noch einmal aus, diesmal auf der rechten Seite des Bootes. Und wieder gehorchen sie diesem scheinbar so unsinnigen Auftrag. Warum soll man denn auf der rechten Seite mehr fangen als auf der linken? Und tatsächlich dann füllt sich das Netz, wird schwer. Sie können es kaum ins Boot ziehen. Und da ist das Staunen, das haben wir doch schon mal erlebt. Und der Lieblingsjünger Johannes, der spricht es aus: Es ist der Herr. An seinem Wunder haben sie ihn erkannt.
Und Simon Petrus will sofort zu ihm über das Wasser. Auch das hat er schon mal erlebt, damals, als nach der stürmischen Nacht Jesus auf dem See erschien. Da rief der Petrus: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und dabei wäre er fast ertrunken, wenn Jesus ihn nicht festgehalten hätte. Diesmal fragt er gar nicht erst, bist du es, sondern er will sofort los. Da er der Einfachheit halber mit nacktem Oberkörper im Boot sitzt, zieht er sich schnell sein Gewand über und läuft die 100 Meter durch das Wasser hin zu Jesus am Ufer. Doch dort das dritte Erlebnis, das Petrus diesmal schrecklich bekannt vorkommt. Ein Holzkohlenfeuer. In ein solches Feuer hatte er in der Nacht zum Karfreitag schon geblickt. Es standen da aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmten sich. Das war im Hof des Palastes vom Hohen Priester, wo Jesus drin im Palast verhört wurde und wo draußen Simon Petrus gefragt wurde: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Dreimal wurde er gefragt und dreimal antwortet er: Ich bin's nicht. Ja, Simon, bist du nun einer von Jesu Jüngern oder bist du's nicht mehr? Jetzt mag das Feuer erinnern: Bist du der alte Simon oder doch der neue Petrus, der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will? Auffälligerweise gebraucht Johannes hier die ganze Zeit beide Namen nebeneinander, Simon und Petrus. Und dann im Gespräch, da spricht Jesus ihn mit Simon an. Und erst als alles geklärt ist, da schreibt auch der Evangelist Johannes nur noch diesen Namen Petrus. Drei Erlebnisse, die Petrus schon mal in ähnlicher Weise hatte, aber doch ist es ein neuer Anfang, eine neue Chance. Simon Petrus zieht die Fische ans Land und im Gegensatz zu damals, wo berichtet wird, dass die Netze zu reißen drohen, betont Johannes ausdrücklich, das Netz riss doch nicht. Und dann wird die Zahl der Fische im Netz genannt: 153 große Fische. Über diese Zahl haben die Theologen viel nachgedacht. Die frühe Kirche hat sie als Gleichnis für die Gemeinde verstanden. Der Kirchenvater Hieronymus verweist darauf, dass den antiken Zoologen 153 Fischarten bekannt waren. Das deutet er auf die Gemeinde, auf die Kirche aus allen Völkern und Rassen und Sprachen. Die unterschiedlichsten Menschentypen sind durch das Netz Gemeinde miteinander verbunden und gehalten. Aber die 153 ist eben auch in der Mathematik eine geheimnisvolle Zahl. So gibt sich ein interessantes Bild, wenn man die 153 Fische einmal in Reihen anordnet. Die erste Reihe einen Fisch, die zweite zwei, die dritte drei und so weiter. Wenn dann 17 Reihen voll sind, sind es genau 153 Fische. Ein Dreieck mit jeweils 17 Fischen Kantenlänge. Das geht auch mit anderen Zahlen natürlich, aber die 17, die kommt in der 153 nochmal vor, nämlich als sogenannter Primzahlfaktor.
153, das ist das Ergebnis aus 3 mal 3 mal 17. Ja, die 3 und die Dreiecksform könnten vielleicht eine Spur der Dreifaltigkeit schon sein in dieser Zahl. Wir wollen das nicht überbewerben, aber man hat so den Eindruck, ein göttliches Geheimnis ist schon damit verbunden. Ja, und dann gibt es noch ein viertes Erlebnis, das Petrus und den anderen Jüngern bekannt vorkommt. Da lesen wir, spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Ja, das haben sie schon oft erlebt, wenn sie in Häusern zu Gast waren oder auch damals, als Jesus 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen wunderbar beköstigte. Und das hatten sie auch beim letzten Mal mit Jesus am Gründonnerstag erlebt. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach. Und da wussten sie es alle, es ist der Herr. Ja, er lädt dich und mich ein. Fang neu an, ruhig wieder mit dem Alten, so überaus bekannt. Lass dich überraschen, wie Christus darin und daraus etwas ganz Neues schaffen kann. Ja, geh wie Petrus an deine Arbeit, in deinen Alltag und bedenke dabei den Auftrag, dass du Menschenfischer bist, einer, der einladen darf zu Christus, der in seinem Namen ermutigen darf und trösten darf und aufrichten darf. Lass dich nicht beirren und entmutigen, wenn die Netze lange leer bleiben. Gehe auf Christus zu, auch wenn es erst einmal durch die tiefen Wasser der Angst und Sorge geht. Und erschrick nicht, wenn du wie Petrus beim Feuerschein am Ufer erkennst, ich bin ein sündiger Mensch. Vertraue auf die Gnade, die dir dein Herr neu schenken will. Und staune über die Geheimnisse, die du wahrnehmen darfst, so wie die Jünger damals diese 153 Fische. Und komme immer wieder an den Tisch deines Herrn, wo er dich mit Brot und Wein bewirten möchte. Mitten im Altvertrauten, im Alltag, will dein Herr dir begegnen und neu mit dir beginnen. Denn er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
In der Begegnung mit dir, Jesus Christus, erfahren wir, die Schranken des Todes sind durchbrochen. Müde sind wir oft und verzagt, sprachlos gemacht und ohne Hoffnung. Doch du bringst uns wieder zurecht. Ja, so lass uns mit dir in den Alltag gehen. Lass dich immer wieder neu finden und entdecken. Schenke uns den Mut, dir entgegenzugehen, auch durch Angst und Sorge und Fragen. Bewirte uns immer wieder neu mit deinem Lebensbrot und lass uns deine Wunder schauen. Du bist unser Helfer alle Zeit. Und so beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.